Alter, was geht ab, Leute? Junge, ich suche das zweitbeste, nee, wahrscheinlich das drittbeste Bengi in München, weil Nummer 1 und 2 sind, glaube ich, belegt. Wir sind heute hier, Bengi and Beer. So, wir gönnen uns hier 2 für den kleinen Hunger. Das ist krass, das Party kostet 1,50 extra. Das heißt 15, 18. Für 18 für 2 kleine und da haben wir 5,50 pro gezahlt. Das wären hier 2 kleine versus 3 große. Ein kleiner Überblick, Leute. So. Das ist Bengi vom letzten Video, Leute. Das überzeugt. Im direkten Vergleich wird es, glaube ich, schwer für diesen Laden hier. Aber wir wollen nicht voreingenommen sein. Aber allein Preis ist schon ein kranker Vergleich. So. Halb. Gezahlt mehr als für ein ganzes. Fast 10 Euro für dieses halbe Traum. Ja, 9er. Und? Das ist mit Rind? Nochmal? Das ist mit Rind? Das ist mit Rind, ja. Wir hatten gerade das zweitbeste bei mir. Der direkte Vergleich ist katastrophal natürlich. Aber ich versuche das noch zu verarbeiten. Also, bei mir anders. Es ist so ein bisschen amerikanischer, sag ich mal. Es ist so fast Subway-mäßig. Wer es mag, weil es ist schön knusprig außen. Erinnert aber kaum an ein Bengi so. Fleisch taugt mir gar nicht, also würde ich nicht nochmal so bestellen. Patty schmeckt man aus, ja. Komische Soßen taugt mir jetzt nicht so. Bisschen zu on top, so. Ah ja, wir nehmen Bengi und machen ein bisschen extra, was schon so verändern. Machen es moderner und so. Also, man schmeckt Patty raus. Das hat manchmal so Momente, wo ich sage, oh, okay. Aber geht halt unter diesem anderen Ding. Ich würde es bestellen, würde ich es auf jeden Fall nicht nochmal, auch nicht für den Preis, aber ich versuche hier noch was Gutes rauszuholen, Leute. Ja, ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Das Fleisch hat sie auch nicht überzeugt. Aber ich glaube, das überzeugt niemanden, dieses Fleisch. Was ist das, Mann? Das Fleisch überzeugt auch nicht, ja? Alter, als sie hier geöffnet haben, war das Fleisch komplett anders. Das hast du bei G2 auch gesagt. Aber es waren jetzt auch schon 2 Jahre her. Was soll ich machen? Kann ich doch nicht wissen, dass sie nach 2 Jahren hier um 180 Grad sich drehen und es scheiße schmeckt. Das war so einer dieser Bengis. Nicht aufgegessen. Nimm mit für nach Hause, zu Hause. Wenn du dann zu Hause nichts mehr hast und mega hungrig bist, dann geht das schon runter. Aber nicht für jetzt. Vor allem nicht im Vergleich zu dem, was wir hatten. Du willst den guten Geschmack nicht mit diesem schlechten Geschmack wegmachen. Das ist so traurig. Und nochmal, der Preis, Leute. Wir haben für 2 halbe genauso viel gezahlt wie für 3 ganze drüben. Ja. Das ist das Kranke. Den Geschmack erstmal runterspüren mit einem Bubble Tea. Yincha. Ich hoffe, der hat offen. Der sieht vielversprechend aus. Ich hoffe es mal. Das wäre gewesen, Leute, aber lief wohl nicht. Hat schon dicht gemacht. So, Kambai, Leute.
Ultimate QQ. 50% Zucker ohne Eis, Leute. Was haben Sie da? Lychee Green Tea mit Hanfian und Tapioca. Okay, stechen Sie. Ultimate QQ. 50% Zucker ohne Eis. Früher immer top. The best. Simply the best. Und ihr wisst zum Vergleich immer noch einen frischen Früchtetee. Nochmal, was war das? Ah, hier steht. Lychee Green Tea mit Hanfian und Tapioca. Gut, oder? Der Vergleich von dem zu dem letzten Bubble Tea, den wir hatten. Wie geht das? Das ist so einer, du willst gar nicht aufhören zu trinken. Der andere war echt. Ich will gar nicht über die anderen reden. Mein Gott. Okay, im Vergleich zu Loop Tea. Loop Tea. Aber der ist auch fresh. Der ist auch gut, oder? Aber Loop Tea ist Galaxy Nummer 20, ist nochmal eine andere Liga, aber der ist auch fresh. Haben die hier keinen Kumquat? Nummer 2? Ne, die haben leider keinen Kumquat mehr. Die haben seit ein paar Jahren das abgeschafft. Mm. Richtig schade. Nummer 2 auf jeden Fall. In Sachen Früchtetee. In Sachen Milchtee finde ich Nummer 1. Was hatten wir noch? Think Tea? Okay, Think Tea hat mir letztes Mal nicht meine Favoriten, deswegen war Think Tea schlechter. Die Ellie? Die Ellie? Nicht. Die Ellie habe ich eigentlich, um ehrlich zu sein, schon wieder vergessen. Also der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Wir testen noch ein Bubble Tea. Die ist verrückt, Mann. Die hat Bock auf noch ein Bubble Tea. Oh mein Gott, Dunkin' Donuts hat auch Bubble Tea, aber das zähle ich nicht, sorry. Schaut's. Das zähle ich nicht. Wir haben das schöne Logo hier, Leute. Captain America, Mario, Hulk, Sailor Moon, Harry Potter. Was? Nein. Wer ist das? Irgendeiner von Sailor Moon halt. Ja. Ja, ist doch egal wer. Sailor Moon halt. Pokémon, Ash, Dragon, Deadpool. Nein, habe ich gesagt. Du kannst das Video checken. Squid Game, Minions, Doraemon. Wer soll das sein, Leute? Vietnamesische Sailor Moon. Sailor Viet Moon. So Leute, denkt ihr auch, sie ist geisteskrank? Sie gönnt sich noch ein Bubble Tea, aber hat vorhin bei Kanban 2 bestellt. Einer ist in der Tasche, das heißt sie hat drei Bubble Teas. Aber den zähle ich nicht. Schaut Leute, sieht interessant aus. Ja. Drei große Bubble Tea hat sie, Leute. So, probier. Irgendwas, Reste, irgendwas. Dark Light. Dark Light. Wow, kreativer Name. Bin ich nicht zu nah? Nein. Ich hab dir gesagt, was ich brauche. Ich weiß. Ja, schon. Aber was ist das für ein Früchtetee dann? Was hat denn? Das ist Kumquat, Lychee Jelly und noch was. Steht auf jeden Fall da. Kumquat, Lychee. Ja, also Kumquat. Das ist es.
lecker, frisch, für den Sommer geht, aber ist Mittelfeld. Also an die Top, an die Spitze kommt er nicht ran. Aber gut, kann man auf jeden Fall trinken. Classic Mint Tea, Original Mint Tea. Tapioca gut, guter Biss. Für manche vielleicht zu hart, aber ich mag es so. Oh, kein Wunder, 100% Zucker. Merkt man auch. Aber solide, not the best, aber auf jeden Fall not the worst. Gutes Mittelfeld, beide. Kann ich empfehlen, immer wieder gerne. Das schlechteste Bangmi in München, ganz klar. Es war so ein Hipster-Ding, was versucht, too much zu machen und dann am Ende ist es gar nicht mal mehr ein Bangmi. Das einzige Positive, was ich zu sagen habe, ist, das war knusprig. Und es war so extrem teuer, geht gar nicht. Wir mussten 2 Bubble Tea trinken, um den runterzuspülen. Muss aber auch ehrlich sagen, das habe ich der Kollegin auch schon gesagt, das ist mir schon davor aufgefallen, sie will halt die Spots abchecken, damit es von der Liste kommt. Aber wenn man so viele Spots, das war 4 Spots auf einmal, abhakt, dann leidet die Qualität irgendwann drunter. Zu dem Bubble Tea habe ich kaum was gesagt, zu beiden kaum was, deswegen. Material ist schon ein bisschen älter, wird sich ändern, aber Bubble Tea, beide, kam bei Nummer 1, unangefochten, wirklich unangefochten. Und Box Tea, süße Boxen haben die, aber Bubble Tea ist im Mittelfeld. Das war's von mir, Leute, und dem schlechtesten Bangmi in München. Zu seiner Verteidigung, irgendwann gab es mal einen Besitzerwechsel anscheinend. Davor hat es ein Kumpel von einem Kumpel gemacht. Da war es anscheinend gut. Kann ich nicht bestätigen. Aber jetzt kann der gar nichts. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweikanal, der Mine. Serious Business und ciao.